Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute habe ich für euch die Lego Star Wars Zeitschrift, die Nummer 39. Und zwar ist hier die Limit drin, Nummer 2. Wenn es euch überhaupt hier zeigen kann. So. Hier ist die Nummer 2. So, dann ist hier noch eine Lego-Figur drin und ein Booster, glaube ich. Steht aber hier oben drauf. Obi-Wan Kenobi mit Lichtschwert, limitierte Karte und Trading Card Kollektion Booster mit 5 Karten. Jo, und das packen wir nach dem Intro aus. Ja, dann packen wir mal hier aus, oder ich zeige euch mal noch mal hier außen. So, hier ist die Figur drin. Hier unten ist, wenn man es sieht, die Limi. Und dann ist der Booster hier noch drin. So, dann packen wir das Ganze mal aus. Das Starter Pack habe ich ja euch schon gezeigt und 6 Booster. Ich werde es euch hier oben. Nein, andere Seite. Hier oben in der Infokarte nochmal zeigen. Also, da könnt ihr nochmal das Video anschauen, wenn ihr wollt. Und jetzt hoffe ich, dass ich das hier aufbekomme ohne Schere. Ja, so geht's auch von der Seite. So. Hier haben wir dann die Zeitschrift. Und hier unten ist die Limi dran. Und dann noch der Booster hier. Und das war's dann auch schon hier zur Seite. So, mit was fangen wir an? Am besten erstmal mit dem Heft. Dann werden wir hier das mal erst alles abmachen. Kleberreste noch abmachen, das geht eigentlich recht gut. So, zur Seite. Dann hier die Limi noch irgendwie abbekommen. Am besten drehen. Und ziehen wir ein bisschen. So, oh yeah. Ein paar Klebereste sind noch dran, aber es geht. So. Kommt ja eh in die Mappe. Also. So, das hier wäre die Limi mit der Nummer 2. Also L2. Hallo. Jetzt muss ich mal kurz hier so rum. Sorry. Ja. Oder wäre das auch so gegangen? Ja, so geht's auch. So, machen wir hier auch noch die Klebereste zur Beiseite. Ich denke mal, die Figur machen wir am Schluss, oder? Die werde ich auch noch mal auf den Drehtäler machen. Und den Booster machen wir auch zum Schluss. Schauen wir uns mal erst das Heft an. So, mega extra. Obi-Wan Kenobi mit Lichtschwert. Das wissen wir ja. Hilft dem Widerstand. Defense of Great. Dann hier Poster. Zwei coole Poster. Hier steht zwar Yoda und Poe Dameron drauf. Aber ich habe bei Lenny gesehen, er hat ein anderes Poster drin, wie es beschrieben ist hier vorne. So, hier seht ihr es. Kein Yoda. Poe Dameron ist drin, das stimmt. So, sonst noch irgendwas hier vorne?
Ja, die Limi wissen wir ja jetzt. Hier kann man ein Lego-Set, glaube ich, gewinnen. Galaktischer Comic. Steht hier unten. Ja, dann schauen wir mal hinein in das Heft. So, ein Auftrag zum Fürsten. Dann extra, das wissen wir jetzt. Galaktische Rätsel. Dann haben wir unten noch Dagoba und Co. Alles über die Planeten der Galaxis. Der mit dem Droiden tanzt. Okay, Comic. Oh, was ist denn hier? Auch ein kleiner Comic hier oben. Raider, ich habe eine neue Aufgabe für dich. Ich werde jemanden finden, der das erledigt. Gehen wir mal auf die nächste Seite. Hier ist wieder ein Comic. Könnt ihr ja selbst lesen, wenn ihr euch das Heft holt. Hier geht es dann weiter. So. Hier auch. Dann steht hier sammeln und tauschen. Aber wir haben hier mit der Serie erst angefangen, da brauchen wir noch nicht zu tauschen. Die fünf coolsten Helden, die fünf größten Raumschiffe, deine limitierte Karte, also hier unten, und seltene Goldkarten. Bin mal gespannt, ob ich so eine bekomme. Ah, hier geht's weiter mit dem Comic. Okay. Sieht ja richtig nice aus. Ich liebe ja Lego. Ich hatte zwar mehr Playmobil damals, wie ich noch jünger war. So, finde die Droiden. Hier muss man wahrscheinlich durch das Labyrinth und irgendwie zu den Droiden den Weg finden. So, hier ist dann das sogenannte Poster. Das sollte eigentlich. Ja, vorne stand Yoda drauf. Hier ist dann halt, ja, Star Wars. Ist aber auch nice. So, hier kann man Abo abschließen. Dann bekommt man hier 25 Lego Star Wars TCC Booster, Top Trading Cards, Top Collection Cards. So, viel los auf Jakku. Ich glaube, da muss man auch irgendwas finden. Die große Suche steht hier unten. Ich weiß nicht, ob man es noch sieht, hier unten, wo mein Finger ist. Dann hier oben steht auch noch was. Finde die Helden. Und hier steht noch alles doppelt. Okay. Dann haben wir noch ein Rätsel hier. Was geschah wo? Ja, könnt ihr ja alles mal machen, wenn ihr das Heft habt. Falsche Wegbeschreibung hier oben. Dann hier verschlossener Schrank. Defense of Great, der Widerstand gibt nicht auf. Was kann man da machen? Ist das ein Lego-Set oder was ist das? Ich glaube ja. 746 Lego-Teile, okay. Dann haben wir hier wieder ein Rätsel. Wer ist der richtige Obi-Wan Kenobi? Ja, hier hat er ein Bart, hier hat er keinen, also hier nur ein Unterbart. Ja. Hier hat er einen Reißverschluss, glaube ich. Hier hat er wie so ein, wie nennt man das? Wo die Karatekämpfer anhaben. Das ist jetzt nicht.
Der mit dem Droiden tanzt. Dann haben wir hier über die Star Wars Planeten. Kann man hier was nachlesen? Dann galaktische Bilder hier. Und hier kann man mega gewinnen. Schick uns dein Werk unter allen Einzelnen, dann verlosen wir dieses coole Lego Set. Und hier ist dann schon die Vorschau fürs nächste Heft. Hier oben. Steht das? Ah, die neue Ausgabe erscheint am 8. September. Cooles extra Droidega. Da gibt es wieder sowas. Mit 24 Lego-Teilen. Dann wieder eine limitierte Karte. Die Nummer 11. Steht da auch was drauf? Wütender Darth Vader. So, ich musste mal nah ranholen, weil man das nicht so gut lesen konnte. Dann wieder zwei Poster. Jo. Also vormerken, 8. September. Jo. Hier die Rückseite sieht auch cool aus. Hier sind verschiedene Star Wars Sets. Jo. Das war das Heft. Machen wir mal hier auf die Seite. Hier so hinter mich. Die Nimi können wir mal hier hinlegen. So, dann kommen wir zu dem Booster hier. Ja, fünf Karten enthalten. Und ich finde ja auch hier, wie die gestaltet sind, finde ich richtig cool. Trading Card Collection steht hier von drauf. Dann öffnen wir mal das gute Teil hier. So. Oh, hier Selbstbooster Anakin Skywalker. Also nicht den Skywalker, wo wir kennen. Der sieht nämlich nicht so gut aus wie dieser hier. Dann haben wir hier ein Microfighter. TIE Silencer. Okay. So, dann haben wir hier Obi-Wan bis Anakin. Sieht man es richtig? So, so. Ich hoffe, man konnte es richtig sehen. Dann haben wir hier Kylo Ren. Und hier haben wir FN2187. Der ist ziemlich dunkel heutig. Ja, das war der Booster. Und da kommen wir jetzt mal zu dem Lego-Menschen hier. Obi-Wan Kenobi. Limited Edition. Okay. So, dann öffnen wir das Teil mal hier. So, das ging ja schon mal sehr gut. Zack, nichts mehr drin. Den legen wir mal hier dabei. So, zack. Auch nicht vor die Limi. So. Ich denke mal, dass wir das auch so schaffen. Hier, zack. Zack. Das Lichtschwert hier noch zusammenbauen. Zack. Und dann geben wir ihm das mal in die Hand hier. Hm? Willst du nicht? Zack. Drehen sich mehr die Haare als der Kopf. Wollen wir noch ganz drehen? Oh ja. Okay.
Okay. Ich muss jetzt kurz mal mein Mikro hier ein bisschen weiter weg machen. Ich werde ihn zwar noch auf den Drehteller machen, aber ich möchte ihn euch ja mal zeigen hier. Na? Hallo. Er will nicht. Und dann kann man die Haare drehen und dann sieht das Gesicht, glaube ich, anders aus. Ja. So sieht das Gesicht von hinten aus. So. Jo, das war's mit der Zeitschrift hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.